Sie sieht sich selbst als Garant für Gesundheit und ein langes Leben, die deutsche Pharmaindustrie. Doch aufsehenerregende Skandale bestimmen seit Jahrzehnten die Schlagzeilen. Zugleich steigen die Arzneimittelausgaben von Jahr zu Jahr in immer neue, schwindelerregende Höhen. Fast jede Bundesregierung hat sich an Reformen versucht, meist mit wenig Erfolg. 2015 sind die Arzneimittelausgaben in Deutschland auf über 37 Milliarden Euro gestiegen. Wieder ein neuer Rekord. Zahlen müssen das die Krankenkassen und damit am Ende die Verbraucher über ihre Beiträge. Die Pharmaindustrie gehört seit langem zu den profitabelsten Branchen des Landes. Aber wie ist die Macht von Bayer und Co. entstanden? Und warum belegt Deutschland bis heute einen Spitzenplatz bei Medikamentenpreisen? Das Deutsche Kaiserreich um 1880. Wirtschaft und Wissenschaft boomen. Es herrscht Aufbruchstimmung. In diesen Jahren beginnt die Geschichte der modernen Pharmaindustrie. Chemie wird in dieser Zeit zu einer Leitwissenschaft. Also wenn Sie Gymnasiasten in der Zeit gefragt haben, was wollen Sie denn mal werden, war Chemiker die Antwort, die mit leuchtenden Augen kam. 1884 bekommt der junge Chemiker Karl Duisberg eine Anstellung bei den Farbenfabriken Friedrich Bayer und Co. in Elberfeld bei Wuppertal. Die Geschichte Bayers steht beispielhaft für die Anfänge der Pharmaindustrie. Schnell macht Duisberg Karriere und wird Leiter der Forschungsabteilung von Bayer. Duisberg ist durch den Betrieb gegangen und hat zufällig gesehen, dass im Hof der Fabrik 30.000 Kilo Paranitrophenol lagerten in Fässern. Keiner brauchte diese Substanz, es war also quasi chemischer Müll. Duisberg hatte seinen Chemikern die Anweisung gegeben, pass mal auf, mach doch mal mit diesem Paranitrophenol was. Wir müssen damit mal Experimente machen. Das sagt auch etwas aus, wie damals Forschung betrieben wurde. Nicht? Man war einfach neugierig, man war getrieben davon, etwas Neues in die Welt zu setzen, auch deswegen, weil man besser sein wollte und schneller sein wollte als die Konkurrenten, die an den gleichen Produkten arbeiteten. Das Ergebnis: Phenacetin. Ein Kopfschmerz- und Grippemittel, das vor allem bei der weltweiten Grippewelle um 1890 zum Einsatz kommt. Und das war eigentlich der Einstieg der Firma Bayer in die Arzneimittelherstellung. Bayer betritt einen Markt, der von Anfang an hart umkämpft ist. Die Bedingungen für die junge Pharmabranche sind günstig. Dank der Bismarckschen Sozialgesetze können sich nun auch Fabrikarbeiter medizinische Versorgung leisten. Die Apotheker, die bis jetzt die Arzneimittel selbst hergestellt haben, verlieren als Produzenten schnell an Bedeutung. Ihnen bleibt aber das Verkaufsmonopol. Industriell hergestellte Fertigarzneimittel dürfen nur in der Apotheke verkauft werden. Die Apothekenpflicht besteht in Deutschland bis heute. Das war natürlich eine wunderbare Methode, auch bestimmte Personen für die Werbung anzusprechen. Man musste nicht den Konsumenten direkt ansprechen, man konnte den Apotheker ansprechen. Das Marketing spielt auch bei Bayers größtem Verkaufsschlager eine entscheidende Rolle: Aspirin. Dabei hat Bayer nie ein Patent auf den Wirkstoff Acetylsalicylsäure gehabt. Entscheidend für den Erfolg ist der Name. Sie können sich einen Arzneimittelnamen überall schützen lassen, selbst wenn Sie die Substanz nicht patentiert bekommen. Der Name, der setzt sich durch, wenn Sie ihn genug bewerben. Aspirin wurde aggressiv beworben und gleichzeitig war es natürlich so, dass es auch wirkte. Name, Werbung und Wirkung. Diese Erfolgsformel gilt auch für ein anderes Medikament von Bayer: Heroin. Ein neues Husten- und Schmerzmittel. 1898 startet Bayer einen weltweiten Werbefeldzug, gesteuert von der eigenen Werbe- und Propagandaabteilung, mit Methoden, die bis heute zum Einsatz kommen. Wir müssen unsere Präparate mit einem Maximum an Aggressivität vermarkten. Darum ging es. Und da wurden alle Register gezogen, gute wissenschaftliche Arbeiten
viel Propagandamaterial herstellen, die Ärzteschaft aufsuchen, die Ärzteschaft bearbeiten, sie zu überzeugen, versuchen, dass unser Präparat besser ist als das von der Konkurrenz. Das ist natürlich etwas, das geht jetzt aufs Heroin, aber das gab es natürlich auch bei anderen Präparaten. Heroin gilt bald als eines der Wundermittel seiner Zeit. Scheinbar wirkt es gegen fast alles. Es ging ja hin bis zur Nymphomanie. Die Indikation, es gab diverse wissenschaftliche Arbeiten über diese Erkrankung, Nymphomanie, die mit Heroin behandelt werden konnte. Demenz konnte mit Heroin behandelt werden. Unruhezustände. Es war so eine Art Panazee, ein Mittel für alles. Was natürlich damit zusammenhing, dass jeder Patient, der es bekam, Beschwerdeerleichterung erfuhr und der Arzt damit auch zufrieden war und man an die ursächlichen Dinge natürlich überhaupt nicht herankam oder sie vernachlässigte. Die Suchtgefahr, die von Heroin ausgeht, ist wegen niedriger Dosierungen zunächst kaum bekannt. Dennoch gibt es früh warnende Stimmen. Aber Karl Duisberg ist die profitable Vermarktung wichtiger als eine wissenschaftliche Analyse. Es gibt eine Direktionskonferenz, in der Duisberg angesichts der kontroversen Beurteilung des Heroins durch verschiedene meinungsbildende Pharmaprofessoren, die zu einer kontroversen Beurteilung des Medikaments kamen, was Duisberg nicht hinnehmen wollte und dem Pharmakologen Dreser sagte, hör mal zu, mein Lieber, du musst jetzt mal eine Arbeit schreiben und damit die anderen mundtot, Zitat, mundtot schlagen. Und das lässt natürlich gewisse Rückschlüsse zu. Wenn man jemand mundtot schlagen will, dann ist das eine Ebene, die auch mit Mitteln arbeitet, die eines Wissenschaftlers nicht würdig sind. Ab 1904 wird Heroin höher dosiert, zunehmend als Droge genutzt. Vor allem in den USA. Aber erst als über 20 Jahre später ein weltweites Verbot erfolgt, stellt Bayer die Produktion ein. Bayer feiert aber auch bahnbrechende medizinische Erfolge, ebenso wie andere deutsche Pharmafirmen. Seuchen wie die Syphilis, die Malaria oder die Schlafkrankheit können dank neuer Medikamente endlich erfolgreich behandelt werden. Es sind unendlich viele neue Entwicklungen gemacht worden, neue Innovationen, neue Arzneimittel. Und Deutschland galt zu dieser Zeit als Apotheke der Welt. Das ist also nicht nur nationalistisch gemeint, sondern es ist tatsächlich so, dass die meisten bedeutenden Innovationen auf dem Gebiet der Arzneimittel damals in Deutschland entwickelt worden sind. Das historische Verwaltungsgebäude von Bayer in Leverkusen. Von hier aus beginnt der Aufstieg zum Weltkonzern. 1912 übernimmt Karl Duisberg als Generaldirektor die Gesamtleitung von Bayer. Aber Duisberg hat noch größere Pläne. Nach dem Vorbild amerikanischer Öltrusts will er ein Kartell der deutschen Chemiekonzerne errichten. Der Vorteil: weniger Konkurrenz, höhere Profite. Ihm schwebte eine Interessengemeinschaft vor. Hier treffen sich Firmen und bestimmen die Preise, können Rohstoffe gemeinsam einkaufen, können auch gemeinsam produzieren. Und das war natürlich für die Firmen sehr vorteilhaft. 1925 ist es soweit. Die Chemie- und Farbenkonzerne Bayer, BASF, Höchst und andere schließen sich zusammen. Der neue Trust erhält den Namen IG Farben. Vorsitzende werden Karl Bosch von der BASF und Karl Duisberg. Das war selbstverständlich sein Ziel, es war sein Werk und es war auch sein diplomatischer Erfolg. Das IG Farbenhaus in Frankfurt, heute Teil der Goethe-Universität. Als 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, arrangiert sich die IG Farben schnell, um weiter ungestört ihre Geschäfte machen zu können, auch im Pharmabereich. Was sich massiv verändert, ist, dass die jüdischen Mitarbeiter unter Druck geraten, also ein Brain Drain stattfindet und da selbstverständlich viele Patentinhaber, kluge Köpfe, das Land verlassen. 1935 stirbt Karl Duisberg im Alter von 74 Jahren. Eine pompöse Beerdigung für einen der mächtigsten Industriellen seiner Zeit. Thank you.
Duisberg hinterlässt ein wirtschaftlich kerngesundes Unternehmen. Auch bei den Arzneimitteln, die unter der Marke Bayer verkauft werden, läuft das Geschäft. Die Umsätze der IG Farben im Pharmabereich steigen von 1933 bis 1939 von ca. 90 auf fast 200 Millionen Reichsmark. Als Deutschland in den Zweiten Weltkrieg zieht, profitiert auch die Pharmaindustrie. Medikamente für Verwundete werden ebenso benötigt wie Impfstoffe für die Wehrmacht. In den ersten Kriegsjahren läuft aber auch das internationale Geschäft noch weiter. Einer der wichtigsten Zweige der deutschen chemischen Industrie ist die Heilmittelherstellung. Die deutschen Heilmittel sind in der ganzen Welt zu einem Qualitätsbegriff geworden. Sie stellen auch während des Krieges einen begehrten Exportartikel dar. Auch am dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte ist die IG Farben beteiligt. Dokumente belegen, dass die IG Farben ihre Impfstoffe, Beruhigungs- und Narkosemittel während des Dritten Reichs an KZ-Häftlingen erproben ließ. Skrupel kannte man nicht. Eine nur auf Englisch erhaltene Zeugenaussage berichtet von einem Briefwechsel, in dem Bayer mit dem Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz um den Preis für 150 weibliche KZ-Häftlinge feilscht. 200 Reichsmark pro Frau sind Bayer zu teuer. Der Konzern will nur 170 zahlen. In dem Antwortschreiben aus Auschwitz heißt es, die Versuche wurden gemacht, alle Personen starben. Wir werden uns bezüglich einer neuen Sendung bald mit Ihnen in Verbindung setzen. Etwas Abscheulicheres kann man sich eigentlich nicht vorstellen als eine solche Korrespondenz, die auch zeigt, dass die IG Farben natürlich eine große Schuld auf sich geladen haben. Die Menschenversuche gehen weiter bis zum Kriegsende. Selbst als Auschwitz im Januar 1945 geräumt wird, will die IG Farben noch andere Konzentrationslager mit Testpräparaten beliefern. Im Gerichtssaal des Nürnberger Justizpalastes läuft der Prozess gegen 24 Direktoren des IG Farben-Konzerns. Die Anklage lautet unter anderem auf Teilnahme an der Vorbereitung von Angriffskriegen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Versklavung ausländischer Arbeiter. Die IG Farben-Manager werden in fast allen Anklagepunkten freigesprochen. Auch für die Menschenversuche in den Konzentrationslagern. Die Strafen belaufen sich meist nur auf wenige Jahre Haft. Reue zeigt niemand. Nach dem Krieg kehren viele auf leitende Positionen zurück. Der nächste Aufschwung steht bevor. 1951 wird die IG Farben in der Bundesrepublik aufgelöst. Bayer, Höchst und andere sind nun wieder Einzelunternehmen. Mit dem Wirtschaftswunder brechen goldene Zeiten an, auch für alle Pharmahersteller. Preiskontrollen wie in den westlichen Nachbarländern führt die Bundesrepublik nicht ein. So kann die Pharmaindustrie ihre Preise selbst festsetzen. Wenn die Ärzte verschreiben, müssen die Krankenkassen jeden Preis bezahlen. Die Branche boomt. Also diese große, erfolgreiche Pharmaindustrie, die man vor dem Krieg hatte, die lag in Trümmern 1945. Und Anfang der 60er Jahre hat man bereits wieder die zweitproduktivste Pharmaindustrie der Erde. In Gegenwart des amerikanischen Hohen Kommissars John McCloy wurde in den Höchster Farbwerken eine der größten und modernsten Penicillinanlagen Europas in Betrieb genommen. Bei einer Produktion von 400 Milliarden Einheiten monatlich können die deutschen Ärzte von nun ab dieses wichtige Heilmittel ohne jede Beschränkung anwenden. Nach dem Krieg kommt vor allen Dingen das Penicillin auf und es gibt die Antibiotika. Und das bedeutet, Sie können vorher tödliche Infektionskrankheiten durch die Einnahme von 8 bis 10 Tabletten wirksam bekämpfen. Es gibt plötzlich Krankheiten wie die Tuberkulose nicht mehr. Das ist natürlich ein Riesenerfolg und es ist eine Umwälzung, die da stattfindet in der Medizin, wie man sie vorher nicht gekannt hat. Aber auch Alltagsmedikamente boomen. Tabletten gelten nun als Symbol für modernen Lebensstil.
dolores, con café aspirina, viva la vida sin dolores, con café aspirina. Was eine große Rolle spielt, sind so Sachen wie Alka-Seltzer und so Kombinationspräparate mit Koffein und Ephedrin und Aspirin und all mögliche Dinge, die da zusammengeworfen werden. Tabletten und Pillen, Pulver und Pastillen. Jawohl, liebe Zuschauer, die Statistik beweist es. Der Tablettenumsatz in Deutschland hat um ein sehr beträchtliches zugenommen. Es gibt Tabletten für alles und gegen alles. Meistgefragte Arzneimittel sind schmerzstillende Drogen. Es gibt nur noch keine Tabletten gegen Tabletten. Naja, dann gibt es eben halt diese Pillen gegen Unausgeglichenheit, gegen Niedergeschlagenheit, gegen Kontaktarmut. Als all das wurde Contergan beworben. In dieser Produktions- und Forschungsstätte der Chemie Grünenthal in Stolberg ist das 1954 entdeckte thalidomidhaltige Schlafmittel Contergan ab 1957 vier Jahre lang in einer Gesamtmenge von 320 Millionen Tagesdosen hergestellt worden. Contergan, ein rezeptfreies Beruhigungsmittel, laut Werbung so harmlos wie ein Zuckerplätzchen. Besonders häufig greifen werdende Mütter und junge Eltern zu der pharmazeutischen Einschlafhilfe. Schon 1959 gibt es erste Hinweise, dass der Wirkstoff Thalidomid für Nervenschädigungen verantwortlich ist. Doch Grünenthal ignoriert die Berichte. Stattdessen versucht man, Ärzte und Patienten mit Geld davon abzubringen, gegen Contergan vorzugehen. 1961 erkennt der Kinderarzt Widukind Lenz einen Zusammenhang mit behinderten Babys. Aber erst als die Presse anfängt zu berichten, nimmt Grünenthal Contergan vom Markt. Insgesamt kommen in Deutschland über 5000 Kinder mit schweren Missbildungen zur Welt. Der Contergan-Skandal ist aber nur möglich, weil es in der Bundesrepublik kein Arzneimittelgesetz für die Sicherheit von Medikamenten gibt. Es gab in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Krieg kein Gesetz, weil man sich auch auf die soziale Verantwortlichkeit der Pharmaindustrie verlassen hat und davon ausging in dieser Aufbruchphase damals, dass man immer das eigene wirtschaftliche Handeln mit der sozialen Verantwortung abstimmt. Und der Contergan-Skandal hat zum ersten Mal richtig auf den Punkt gebracht, dass genau das nicht passiert und man sich auf die soziale Verantwortlichkeit von Unternehmen, die Profitzielen hinterherjagen, nicht verlassen kann. Der Saal des Casinos in Alsdorf, Schauplatz für das Tribunal ab heute. Noch nie gab es einen solchen Rahmen für richterliche Tätigkeit. Rund 150 Journalisten aus der ganzen Welt, Kameras aus Deutschland, aus USA, England, Italien, Frankreich. Der Contergan-Prozess, 1968. Verurteilt wird niemand. Das Verfahren endet mit einem Vergleich. 200 Millionen D-Mark fließen auf ein Stiftungskonto. Dafür verzichten die Opfer auf alle Ansprüche. Im Prinzip muss man sich bei der Analyse dieses Skandals, so übel das ist, der Position der Anwälte der Firma Grünenthal anschließen. Die haben nämlich versucht, die Schadensersatzansprüche dieser Firma gering zu halten, indem sie deutlich gemacht haben, dass die Politik versagt hat. Dass es willentlich kein Arzneimittelgesetz gab, um der Pharmaindustrie freien Lauf zu lassen, um auch diese Industriesparte zu fördern. Und damit habe, so die Argumentation der Anwälte damals, man billigend in Kauf genommen, dass auch solch schädliche Arzneimittel auf den Markt kommen. Und tatsächlich ist diese Argumentation aufgegangen. Die Richter sind dem gefolgt. Im Contergan-Gesetz musste die Firma Grünenthal einen Teil bezahlen und der Staat den größten Teil der Contergan-Renten. Und dass das die Argumentationsstrategie der Anwälte war, ist schon ziemlich perfide. Das ist, muss man schon sagen. Erst 1976 reagiert die Politik mit einem Gesetz. Zwar gab es schon 1961 ein erstes Arzneimittelgesetz, dieses forderte aber nur eine Registrierung von Medikamenten. Das neue Gesetz macht nun Zulassungsverfahren für eine bessere Sicherheit zur Pflicht. 15 Jahre nach dem Contergan-Skandal. In den USA dagegen wurden die Sicherheitsauflagen schon ein Jahr nach dem Skandal verschärft. Ich vertrete heute noch die Auffassung, dass deshalb
die amerikanische Pharmaindustrie von vornherein mehr auf Erfolg und Nutzen getrimmt worden ist durch staatliche Gesetze als mit der praktisch gesetzlosen Politik bei uns. Dennoch, die Politik ist zufrieden. Bundesgesundheitsministerin Katharina Focke sieht ihren Auftrag erfüllt. Frau Minister, lassen sich durch das neue Gesetz Arzneimittelkatastrophe vom Ausmaß des Kontergan-Falles verhindern? Herr von Poser, eine absolute Garantie gibt es auf dieser Erde mit fehlerhaften Menschen nicht. Aber die größtmögliche Sicherheit und eine wesentlich höhere, als wir sie damals Anfang der 60er Jahre hatten, wird durch dieses Gesetz gewährleistet. Doch das neue Gesetz hat eine Lücke. Denn es gilt bei weitem nicht für alle Medikamente. Die Kritikpunkte waren, dass nur die neuen Arzneimittel auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit geprüft werden sollten. Das, was alles am Markt war, das kriegte einen Persilschein, der für 12 Jahre erstmal gültig war. Das heißt, alles, was in Deutschland schon auf dem Markt war, bekam eine sogenannte fiktive Zulassung. Es hat sich aber schon bald gezeigt, dass die Behörde überfordert war, diese Unmengen von zigtausenden Arzneimitteln nachzuzulassen. Und insofern hat sich das immer weiter hinausgezögert. Und auch heute gibt es noch einzelne Arzneimittel, die immer noch keine Nachzulassung haben. Das beruht letztendlich aber auch auf Maßnahmen der betroffenen Firmen selbst. Durch Einsprüche, durch rechtliche Tricks und so weiter wird das immer weiter hinausgezögert. Das ist eigentlich eine indiskutable Situation. Die enge Verbindung zwischen Pharmaindustrie und Behörden spielt auch beim zweiten großen Arzneimittelskandal der deutschen Geschichte eine entscheidende Rolle. Anfang der 80er Jahre infizieren sich fast 1500 Bluter durch HIV-verseuchte Gerinnungspräparate mit AIDS. Dabei gibt es bereits ein Verfahren, mit dem man Blutprodukte virensicher machen kann. Doch das ist teuer und wird von den meisten Herstellern daher lange nicht eingesetzt. Der Skandal bei dieser Arzneimittelgewinnung war, dass es die Möglichkeit gab, sowohl HIV-Viren als auch Hepatitis-Viren mit einem durchaus auch teuren Verfahren zu eliminieren. Aber man hat dennoch diese Produkte weiterverkauft, obwohl man wusste, dass sie potenziell eine Viruslast in sich trugen. Der Blut-AIDS-Skandal bringt auch das Bundesgesundheitsamt in Erklärungsnot. Denn der Behörde war das Risiko über Jahre bekannt. Aber erst ab 1985 wird das Antivirenverfahren zwingend vorgeschrieben. In unserem Berliner Studio darf ich jetzt den Präsidenten der Berliner Ärztekammer, Herrn Ellis Huber, begrüßen. Herr Huber ist ein Kenner nicht nur der Bürokratie, sondern auch der pharmazeutischen Industrie. Herr Huber, wer ist schuld? Es gibt im Land immer mal schmutzige Geflechte. Also damals wusste ich, dass die Spitzen des Bundesgesundheitsamtes und die führenden Manager aus der Pharmaindustrie und den Verbänden dort und auch die Spitzenfunktionäre in der deutschen Ärzteschaft, dass die sich gut kannten, persönliche Beziehungen hatten, gemeinsam Golf spielen oder Tennis spielen gingen. Und da entwickelt sich so eine gemeinsame Sicht der Welt quer zu den Systemen. Und aus dieser gemeinsamen Sicht werden Gefahren, die das gemeinsame Wohlergehen gefährden könnten, einfach verdrängt. Gesundheitsminister Horst Seehofer will diesen Filz radikal beenden. 1994 löst er das Bundesgesundheitsamt auf. Ein Untersuchungsausschuss stellt fest, dass rund 60% der HIV-Infektionen hätten verhindert werden können. Es war bei den Vermarktern der Blutpräparate eindeutig Profitgier. Es war bei dem Behördenhandeln Schlamperei und Nachlässigkeit und Verdrängung. Wo sitzt der Beamte, der Verwaltungsangestellte, der Mitarbeiter und hat der Leitung des Bundesgesundheitsamtes verschwiegen, dass es diese zusätzlichen Fälle gibt? Dem Minister verschwiegen, dass es diese zusätzlichen Fälle gibt? Dem Ausschuss in seiner Gesamtheit verschwiegen, dass es diese Fälle ist? Wer war das? Am Ende kann sich Gesundheitsminister Horst Seehofer bei den Betroffenen nur noch entschuldigen.
er die Betroffenen und Familien für die Fehleinschätzungen der Bundesbehörden, möchte ich die Betroffenen im Namen der Bundesregierung um Verzeihung bitten. Es gibt eine ganz schreckliche Wolte in der Geschichte. Das Vertrauen in die westdeutsche Pharmaindustrie war in der DDR so hoch, dass man sich dachte, ich kaufe doch lieber ein Produkt aus dem Westen. Und Bluter, die in der DDR gelebt haben, haben sich aus dem Westen von Verwandten diese Medikamente schicken lassen. Die DDR-Präparate wären sicher gewesen, weil HIV es dort ja nicht gegeben hat. Das Bundesarchiv in Berlin. Hier lagern Akten des DDR-Gesundheitsministeriums, die belegen, wie westliche Pharmafirmen in großem Umfang neue Medikamente in Ostdeutschland testen ließen. Unter ihnen viele Hersteller aus der Bundesrepublik. Das Arzneimittelgesetz tritt 1976 in Kraft. Das heißt, klinische Studien werden Pflicht und klinische Studien werden ziemlich schnell, ziemlich kompliziert und ziemlich umfassend. Das heißt, der Markt oder die Möglichkeit, klinische Studien durchzuführen, wird enger. Wir haben mehrere Beispiele, an denen man sehr schön zeigen kann, dass man in dem Moment in die DDR geht, wo es schwierig wird, in Westdeutschland Kliniken zu rekrutieren oder wo diese Kliniken nicht vorankommen bei der Rekrutierung von Patienten. Die DDR dagegen bietet den Westfirmen ungeahnte Möglichkeiten. Hier ist alles zentralistisch organisiert und es gibt wenig Diskussionen. Wenn Sie in die DDR gegangen sind, nachdem der Vertrag geschlossen war, dann hat das Gesundheitsministerium dem Klinikchef in Leipzig oder in Dresden gesagt, da kommen die Höchster, die wollen das Arzneimittel prüfen und du machst das. So einfach war das. So ist das bei einem zentral organisierten Gesundheitswesen. Und dann hat er das gemacht. Das Geschäft lohnt sich auch für Ostberlin. Denn die hochverschuldete DDR braucht dringend Devisen. Insgesamt nehmen zwischen 1983 und 88 3.000 Patienten an den Tests teil. Ein Studienteilnehmer kostet bis zu 3.800 D-Mark. Die Westfirmen zahlen gern, denn sie erhoffen sich Wettbewerbsvorteile. Sie überlegen ja als Pharmaunternehmen immer, so schnell wie möglich auf dem Markt zu sein. Allemal schneller als die Konkurrenz, die unter Umständen ein ähnliches Präparat in der Pipeline hat, auf dem Markt zu sein. Also versuchen Sie, Ihre Prüfungen zu beschleunigen. Wenn Sie die Patienten schneller zusammenkriegen, wenn Sie mehr zahlen, zahlen Sie mehr. Die Tests laufen nach westlichen Standards ab. In der Regel werden die Patienten aufgeklärt und informiert. Die Haftung bei möglichen Schäden übernimmt aber allein die DDR. Der Vorteil für die Westfirmen, sie müssen keine Schadensersatzansprüche fürchten. Es war jedem Beteiligten klar, dass die DDR kein transparenter Staat ist, dass die Patienten weniger Möglichkeiten haben, sich zu wehren und dass die Spielregeln anderen Gesetzen gehorchen als im Westen. 1993. Im wiedervereinigten Deutschland steigen die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen auf 30 Milliarden D-Mark. Umgerechnet rund 15 Milliarden Euro. Die Bundesregierung will gegensteuern. Um die Kosten zu senken, entscheidet Gesundheitsminister Horst Seehofer, eine sogenannte Positivliste einzuführen. Die Positivliste soll nur Medikamente erfassen, die nachweislich therapeutisch wirksam sind. Nur noch diese Medikamente sollen von den Ärzten verschrieben und von der Krankenversicherung erstattet werden. Die Pharmaindustrie sieht ihre Umsätze in Gefahr und macht hinter den Kulissen Druck. Ich bin selber nie bedrängt worden von der Pharmaindustrie. Das hat man wohl irgendwie nicht für opportun gehalten. Aber Mitglieder unserer Kommission, zum Beispiel ein Mitglied aus Wuppertal, in Wuppertal sitzt die Firma Bayer. Da ist dieses Mitglied von dem Oberbürgermeister dieser Stadt einbestellt worden. Dann gesagt, also das Mittel sowieso von der Firma Bayer. Wenn Sie das nicht auf die Liste nehmen, dann muss die Firma Bayer hier 5.000 Leute entlassen. Überlegen Sie sich das bitte nochmal. Das nenne ich Druck der Pharmaindustrie.
Nach 2 Jahren ist die Positivliste fertig. Doch plötzlich wird sie wieder einkassiert. Von Horst Seehofer selbst. Auf einmal gilt die Positivliste als unnötiger Eingriff in die Therapiefreiheit des Arztes. Mehr noch. Auf einem Empfang überreicht Seehofers Staatssekretär Baldur Wagner dem Pharmaverbandspräsidenten Hans-Rüdiger Vogel als Geschenk eine zerschredderte Positivliste. Eine symbolische Geste. Jahre später gibt Seehofer seine Niederlage offen zu. Ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Dass sinnvolle, strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Diesen Widerstand bekommt auch die folgende rot-grüne Regierung zu spüren. Auch sie versucht, eine Positivliste durchzusetzen. 2004 beerdigt Bundeskanzler Gerhard Schröder die Positivliste endgültig. Man fragt sich natürlich, warum hat die Pharmaindustrie diesen Einfluss auf die Politik? Es hängt damit zusammen, dass die Gewinne und die Umsatzmöglichkeiten in der pharmazeutischen Industrie so hoch sind, dass de facto neben jedem Abgeordneten im Deutschen Bundestag und neben jedem Minister ein Pharmalobbyisten gestellt werden kann. Wird alles über die Arzneimittelpreise bezahlt und diese systematische, über Jahre hinweg gewachsene Beeinflussung der Denkwelten von Politikern und Abgeordneten macht eine informelle Macht der pharmazeutischen Industrie aus, die von ihrer Wirtschaftsgewalt her gar nicht begründbar ist. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz IQWiG, in Köln, gegründet 2004. Auch die Geschichte dieses Instituts zeigt, wie weit der Einfluss der Pharmalobby reicht. Das IQWiG soll anhand von Studien den Nutzen neuer Arzneimittel bewerten. Das Ergebnis? Nur 1/3 der neuen Medikamente ist wirklich besser als ältere Präparate. Dabei sind die neuen, patentgeschützten Medikamente meist wesentlich teurer als ältere Präparate, die keinen Patentschutz mehr haben. Erster Leiter des IQWiG wird der Diabetologe Peter Sawicki. Seine öffentlich geäußerte Kritik bringt ihn schnell ins Visier der Pharmaindustrie. Ich bin nicht ein Pharmagegner. Es ist also eine konstruktive Kritik. Leute, ich weiß, dass ihr Geld verdienen müsst, aber tut es bitte nicht mit Medikamenten, die gegebenenfalls schädlich sind, und tut es nicht auf Kosten der Solidargemeinschaft. Wucherpreise sind nicht angebracht, denn die führen zum Zusammenbruch unseres Systems irgendwann. Und das wollt ihr doch bitte auch nicht. Schon bald beginnt die Pharmaindustrie Sawicki zu bekämpfen. Ich habe den Abgeordneten, die mir gesagt haben, jeden Tag ist bei mir jemand im Zimmer, der sich über sie beschwert, gesagt, ja, warum treffen Sie sich mit den Leuten jeden Tag? 2010 wird Sawickis Vertrag überraschend nicht verlängert. Der vorgeschobene Grund? Falsch abgerechnete Parkquittungen für seinen Dienstwagen. Man hat natürlich nach Wegen gesucht, um diesen Behördenleiter wieder wegzubekommen. Und das hat man gefunden. Das weiß aber auch jeder politische Beamte und jeder Behördenleiter. Will ich jemand loswerden, suche ich Reisekostenabrechnungen. Dort findet man immer irgendwelche Kinkerlitzchen, die man zum Hebel machen kann. Letztendlich geht es darum, einen Menschen zu diffamieren, zu sagen, der muss weg. Und es muss jemand dahin, der kooperativer mit der Industrie arbeitet. Seit der Jahrtausendwende hat sich die deutsche Pharmaindustrie mehr und mehr zu globalen Konzernen zusammengeschlossen. Unter anderem übernimmt Bayer 2006 den Berliner Pharmahersteller Schering. Höchst gehört seit 2004 zum französischen Pharmakonzern Sanofi. Wenn Sie über 1 Milliarde in die Entwicklung eines neuen Wirkstoffs investieren müssen, müssen Sie auch in der Lage sein, dieses Geld wieder zurückzuverdienen. Das geht nur, wenn Sie Unternehmen haben, die sehr große Umsätze machen, die global vertreten sind, um diesen Return dieses Invests generieren zu können. Und das zwingt quasi zur Konsolidierung. Gerade diese steigenden Forschungs- und Entwicklungskosten führen dazu, dass die Unternehmen hier immer größer werden im Laufe der Jahre. Für die Pharmaindustrie sind hohe Forschungsausgaben das Hauptargument für hohe Medikamentenpreise.
Doch Entwicklungskosten von über 1 Milliarde Euro halten Experten für weit übertrieben. Sie halten maximal die Hälfte für glaubwürdig. Ich persönlich finde es wirklich nicht mehr nachvollziehbar, dass man mit diesem Argument hohe Forschungs- und Entwicklungskosten, die inzwischen ja immer teurer werdenden Arzneimittel, begründet. Ich glaube, wir haben genügend Daten, die zeigen, dass die Forschung und Entwicklungskosten deutlich niedriger liegen und dass letztlich natürlich andere Faktoren dafür verantwortlich sind, dass wir heute so hohe Arzneimittelpreise haben. Ein wichtiger Faktor für die hohen Preise sind auch die hohen Marketingausgaben der Pharmaindustrie. Studien zeigen, dass für Marketing mehr ausgegeben wird als für die Forschung. Die wichtigste Zielgruppe, wie vor 100 Jahren, die Ärzte. Wenn die Industrie nicht die ganzen wissenschaftlichen Kongresse der Kardiologen, der Diabetologen, der Nephrologen, der Pulmonologen, also der Lungenfachärzte, der Rheumatologen, im Grunde überall dort, wo Medikamente verkauft werden, wenn die Industrie diese Kongresse nicht finanzieren würde, dann würden die irgendwo in einem Hinterraum in irgendeiner Universitätsklinik mit vielleicht 100, 200 Leuten stattfinden. Diese großen, pompösen Veranstaltungen, mit denen sich natürlich auch solche Fachgesellschaften schmücken, die leben von den Geldern der Pharmaindustrie. Ein wesentlicher Faktor der hohen Preise ist aber noch bedenklicher. Die entscheidenden Gründe sind natürlich, dass die Industrie Profite erzielen möchte. Dass sie inzwischen gemerkt haben, dass wenn sie mit hohen Preisen in den Markt gehen, sie diese hohen Preise auch umsetzen können mit Wirkstoffen, die diese hohen Preise meist nicht rechtfertigen und dass der Markt bereit ist, vorwiegend natürlich in den industrialisierten Ländern, diese Preise auch zu bezahlen, obwohl sie weder den Nutzen dieser Arzneimittel widerspiegeln, noch die Neuartigkeit oder den therapeutischen Fortschritt. Ein Beleg für überhöhte Preise zeigt sich auch im internationalen Vergleich. Deutschland hält seit Jahren einen Spitzenplatz. Die Pharmaindustrie rechtfertigt dies vor allem mit der hohen Mehrwertsteuer und dem Preisanteil der Apotheken. Ist das so? Jede Apotheke kann selbst bestimmen, für welchen Preis sie rezeptfreie Arzneimittel verkauft. Der Preisaufschlag für die rezeptpflichtigen Arzneimittel ist aber einheitlich geregelt und bundesweit überall gleich. Apotheken sind also nicht der maßgebliche Faktor für die hohen Preise. Und die Mehrwertsteuer? In der Tat muss auf Medikamente in Deutschland der volle Satz von 19% bezahlt werden. Den wesentlichen Unterschied zwischen den europäischen Ländern macht in der Regel die Mehrwertsteuer aus. Das ist ein hoher Prozentsatz. Und in anderen Ländern ist die Mehrwertsteuer entweder im reduzierten Satz oder wird gar nicht erhoben auf Arzneimittel. Insofern kommt da ein Großteil des Unterschiedes her. Das hat mit der Mehrwertsteuer überhaupt nichts zu tun. Wir machen schon seit einigen Jahren Preisvergleiche mit anderen europäischen Ländern. Und da ziehen wir immer die Mehrwertsteuer von den Preisen ab. Und dann finden wir eigentlich immer wieder, dass bei den Spitzenprodukten, natürlich nur bei den patentgeschützten Spitzenprodukten, dass unsere Preise eben 20, 30, 40% höher liegen. Berlin im Herbst 2010. Trotz zahlreicher Rabatt- und Einsparregelungen sind die Arzneimittelausgaben in Deutschland auf über 30 Milliarden Euro gestiegen. Gesundheitsminister Philipp Rösler will die Kostenspirale nun endlich beenden. Die schwarz-gelbe Regierung beschließt das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz, kurz AMNOG. Ein Wendepunkt? Die Pharmaindustrie soll künftig nicht mehr allein über den Preis neuartiger Medikamente entscheiden können. Das Bundeskabinett billigte heute einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Rösler, mit dem der Arzneimittelmarkt umgebaut werden soll. Mit dem neuen Gesetz muss die Pharmaindustrie zukünftig den Zusatznutzen für neue Arzneimittel selbst nachweisen und dann innerhalb eines Jahres einen Preis mit den Krankenkassen aushandeln. Wir als christlich-liberale Koalition wollen es nicht zulassen, dass die Arzneimittelpreise in Deutschland deutlich höher sind als im europäischen Ausland. Und deswegen haben wir dieses Gesetz auf den Weg gebracht. Und das wird künftig nicht mehr möglich sein, vorausgesetzt, Sie stimmen dem Gesetz zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Eine Niederlage für die Pharmalobby.
Das Amok ist eine enorme Herausforderung für die pharmazeutische Industrie, weil die Spielregeln von anderen gesetzt werden, nach denen die Bewertung stattfindet und wir hier eine lang andauernde methodische Diskussion haben, um den Zusatznutzen von Arzneimitteln nachzuweisen. Die Latte wird hier extrem hochgelegt an vielen Stellen. Ein Sieg war es jedenfalls nicht. Gesundheitsminister Rösler will mit dem Gesetz 2 Milliarden Euro im Jahr einsparen. Alle patentgeschützten Medikamente, also auch der Bestandsmarkt, sollen in den nächsten Jahren auf ihren Zusatznutzen und ihren Preis überprüft werden. Nun dürfen Sie dreimal raten, was passiert ist. Wieder haben sich alle Leute, die da im Bestandsmarkt waren, mit ihren Mitteln, die so im Schnitt 30% teurer sind als im Ausland, haben sich massiv gewehrt dagegen, dass das weitergemacht wird. Und da dann die richtige Regierung auch im Amt war, ist dann im vergangenen Jahr, im April, ein Gesetz gemacht worden, dass der Bestandsmarkt nicht mehr bewertet wird. Das Ergebnis dieser Nichtbewertung? Statt der geplanten 2 Milliarden pro Jahr wurden 2014 nur 440 Millionen Euro eingespart. Und das wird auch weitere 8 Jahre so bleiben, bis der Patentschutz der alten Medikamente ausgelaufen ist. Mindestens so lange wird Deutschland auch weiter einen Spitzenplatz bei den Preisen behalten. Das Amnok-Gesetz weist aber noch eine weitere Lücke auf. Bei den neuen patentgeschützten Medikamenten darf die Industrie ihre Preise im ersten Jahr nach wie vor selbst festlegen. Erst danach wird mit den gesetzlichen Krankenkassen verhandelt. Der Hersteller wird sich darauf so vorbereiten, dass er eigentlich einen Preis, der in anderen europäischen Ländern wahrscheinlich nicht durchzusetzen wäre, nochmal erhöht. Und dieser hohe Abgabepreis wird dann später natürlich reduziert im Rahmen der Preisverhandlungen. So belasten die hohen Preise für patentgeschützte Medikamente weiter das deutsche Gesundheitssystem. Sie verursachen fast die Hälfte aller Arzneimittelausgaben. 2015 sind die Arzneimittelkosten der gesetzlichen Krankenkassen auf über 37 Milliarden Euro gestiegen. Zahlen müssen das über ihre Beiträge die Verbraucher. Der Gesetzgeber hat die Kostenspirale kaum aufgehalten. Kein Politiker wird sagen, mir sind die Interessen der Versicherten und der Kranken unwichtig. Die Frage ist, was passiert, wenn man ganz klar einen Konflikt hat zwischen den Interessen der Versicherten, die unter Umständen langfristig sind, und zwischen den kurzfristigen Gewinninteressen und auch den Arbeitsplatzinteressen der Industrie. Wofür entscheidet man sich dann? Und da entscheiden sich die Politiker zu häufig aus meiner Sicht bei ihrer Gesetzgebung dafür, den Standortfaktor zu berücksichtigen, zu wenig dafür, langfristig die Solidargemeinschaft zu erhalten und heute und hier die Qualität der medizinischen Versorgung sicherzustellen. Die Geschichte zeigt, die Pharmaindustrie mit Bayer und Co. profitierte in Deutschland seit ihren Anfängen von besonders günstigen Bedingungen. Wenig Preisregulierung, jahrzehntelange Lobbyarbeit und eine lückenhafte Gesetzgebung. Dies sind die Gründe, warum die Bundesrepublik bei den Arzneimittelpreisen bis heute einen Spitzenplatz hält. Deutschland war und ist für die Pharmaindustrie ein gutes Pflaster. Apotheker ansprechen. Das Marketing spielt auch bei Bayers größtem Verkaufsschlager eine entscheidende Rolle, Aspirin. Dabei hat Bayer nie ein Patent auf den Wirkstoff Acetylsalicylsäure gehabt. Entscheidend für den Erfolg ist der Name. Sie können sich einen Arzneimittelnamen überall schützen lassen, selbst wenn Sie die Substanz nicht patentiert bekommen. Der Name, der setzt sich durch, wenn Sie ihn genug bewerben. Aspirin wurde aggressiv beworben und gleichzeitig war es natürlich so, dass es auch wirkte. Name, Werbung und Wirkung. Diese Erfolgsformel gilt auch für ein anderes Medikament von Bayer.
Heroin. Ein neues Husten- und Schmerzmittel. 1898 startet Bayer einen weltweiten Werbefeldzug, gesteuert von der eigenen Werbe- und Propagandaabteilung, mit Methoden, die bis heute zum Einsatz kommen. Wir müssen unsere Präparate mit einem Maximum an Aggressivität vermarkten. Darum ging es. Und da wurden alle Register gezogen. Gute wissenschaftliche Arbeiten, viel Propagandamaterial herstellen, die Ärzteschaft aufsuchen, die Ärzteschaft bearbeiten, sie zu überzeugen, versuchen, dass unser Präparat besser ist als das von der Konkurrenz. Das ist natürlich etwas, das geht jetzt aufs Heroin, aber das gab es natürlich auch bei anderen Präparaten. Heroin gilt bald als eines der Wundermittel seiner Zeit. Scheinbar wirkt es gegen fast alles. Es ging ja hin bis zur Nymphomanie. Die Indikation, es gab diverse wissenschaftliche Arbeiten über diese Erkrankung, Nymphomanie, die mit Heroin behandelt werden konnte. Demenz konnte mit Heroin behandelt werden. Unruhezustände. Es war so eine Art Panazee, ein Mittel für alles. Was natürlich damit zusammenhing, dass jeder Patient, der es bekam, Beschwerdeerleichterung erfuhr und der Arzt damit auch zufrieden war und man an die ursächlichen Dinge natürlich überhaupt nicht herankam oder sie vernachlässigte. Die Suchtgefahr, die von Heroin ausgeht, ist wegen niedriger Dosierungen zunächst kaum bekannt. Dennoch gibt es früh warnende Stimmen. Aber Karl Duisberg ist die profitable Vermarktung wichtiger als eine wissenschaftliche Analyse. Es gibt eine Direktionskonferenz, in der Duisberg angesichts der kontroversen Beurteilung des Heroins durch verschiedene meinungsbildende Pharmaprofessoren, die zu einer kontroversen Beurteilung des Medikaments kamen, was Duisberg nicht hinnehmen wollte und dem Pharmakologen Dreser sagte, hör mal zu, mein Lieber, du musst jetzt mal eine Arbeit schreiben und damit die anderen mundtot, Zitat, mundtot schlagen. Und das lässt natürlich gewisse Rückschlüsse zu. Wenn man jemand mundtot schlagen will, dann ist das eine Ebene, die auch mit Mitteln arbeitet, die eines Wissenschaftlers nicht würdig sind. Ab 1904 wird Heroin höher dosiert, zunehmend als Droge genutzt. Vor allem in den USA. Aber erst als über 20 Jahre später ein weltweites Verbot erfolgt, stellt Bayer die Produktion ein. Bayer feiert aber auch bahnbrechende medizinische Erfolge, ebenso wie andere deutsche Pharmafirmen. Seuchen wie die Syphilis, die Malaria oder die Schlafkrankheit können dank neuer Medikamente endlich erfolgreich behandelt werden. Es sind unendlich viele neue Entwicklungen gemacht worden, neue Innovationen, neue Arzneimittel. Und Deutschland galt zu dieser Zeit als Apotheke der Welt. Das ist also nicht nur nationalistisch gemeint, sondern es ist tatsächlich so, dass die meisten bedeutenden Innovationen auf dem Gebiet der Arzneimittel damals in Deutschland entwickelt worden sind. Das historische Verwaltungsgebäude von Bayer in Leverkusen. Von hier aus beginnt der Aufstieg zum Weltkonzern. 1912 übernimmt Karl Duisberg als Generaldirektor die Gesamtleitung von Bayer. Aber Duisberg hat noch größere Pläne. Nach dem Vorbild amerikanischer Öltrusts will er ein Kartell der deutschen Chemiekonzerne errichten. Der Vorteil: weniger Konkurrenz, höhere Profite. Ihm schwebte eine Interessengemeinschaft vor. Hier treffen sich Firmen und bestimmen die Preise, können Rohstoffe gemeinsam einkaufen, können auch gemeinsam produzieren. Und das war natürlich für die Firmen sehr vorteilhaft. 1925 ist es soweit. Die Chemie- und Farbenkonzerne Bayer, BASF, Höchst und andere schließen sich zusammen. Der neue Trust erhält den Namen IG Farben. Vorsitzende werden Karl Bosch von der BASF und Karl Duisberg. Das war selbstverständlich sein Ziel, es war sein Werk und es war auch sein diplomatischer Erfolg. Das IG Farbenhaus in Frankfurt, heute Teil der Goethe-Universität. Als 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, arrangiert sich die IG Farben schnell, um weiter ungestört ihre Geschäfte machen zu können, auch im Pharmabereich.
Was sich massiv verändert, ist, dass die jüdischen Mitarbeiter unter Druck geraten, also ein Brain Drain stattfindet und da selbstverständlich viele Patentinhaber, kluge Köpfe, das Land verlassen. 1935 stirbt Karl Duisberg im Alter von 74 Jahren. Eine pompöse Beerdigung für einen der mächtigsten Industriellen seiner Zeit. Duisberg hinterlässt ein wirtschaftlich kerngesundes Unternehmen. Auch bei den Arzneimitteln, die unter der Marke Bayer verkauft werden, läuft das Geschäft. Die Umsätze der IG Farben im Pharmabereich steigen von 1933 bis 1939 von ca. 90 auf fast 200 Millionen Reichsmark. Als Deutschland in den Zweiten Weltkrieg zieht, profitiert auch die Pharmaindustrie. Medikamente für Verwundete werden ebenso benötigt wie Impfstoffe für die Wehrmacht. In den ersten Kriegen. Sie sieht sich selbst als Garant für Gesundheit und ein langes Leben, die deutsche Pharmaindustrie. Doch aufsehenerregende Skandale bestimmen seit Jahrzehnten die Schlagzeilen. Zugleich steigen die Arzneimittelausgaben von Jahr zu Jahr in immer neue, schwindelerregende Höhen. Fast jede Bundesregierung hat sich an Reformen versucht, meist mit wenig Erfolg. 2015 sind die Arzneimittelausgaben in Deutschland auf über 37 Milliarden Euro gestiegen. Wieder ein neuer Rekord. Zahlen müssen das die Krankenkassen und damit am Ende die Verbraucher über ihre Beiträge. Die Pharmaindustrie gehört seit langem zu den profitabelsten Branchen des Landes. Aber wie ist die Macht von Bayer und Co. entstanden? Und warum belegt Deutschland bis heute einen Spitzenplatz bei Medikamentenpreisen? Das Deutsche Kaiserreich um 1880. Wirtschaft und Wissenschaft boomen. Es herrscht Aufbruchstimmung. In diesen Jahren beginnt die Geschichte der modernen Pharmaindustrie. Chemie wird in dieser Zeit zu einer Leitwissenschaft. Also wenn Sie Gymnasiasten in der Zeit gefragt haben, was wollen Sie denn mal werden, war Chemiker die Antwort, die mit leuchtenden Augen kam. 1884 bekommt der junge Chemiker Karl Duisberg eine Anstellung bei den Farbenfabriken Friedrich Bayer & Co. in Elberfeld bei Wuppertal. Die Geschichte Bayers steht beispielhaft für die Anfänge der Pharmaindustrie. Schnell macht Duisberg Karriere und wird Leiter der Forschungsabteilung von Bayer. Duisberg ist durch den Betrieb gegangen und hat zufällig gesehen, dass im Hof der Fabrik 30.000 Kilo Paranitrophenol lagerten in Fässern. Keiner brauchte diese Substanz, es war also quasi chemischer Müll. Duisberg hatte seinen Chemikern die Anweisung gegeben, pass mal auf, mach doch mal mit diesem Paranitrophenol was. Wir müssen damit mal Experimente machen. Das sagt auch etwas aus, wie damals Forschung betrieben wurde. Nicht? Man war einfach neugierig, man war getrieben davon, etwas Neues in die Welt zu setzen, auch deswegen, weil man besser sein wollte und schneller sein wollte als die Konkurrenten, die an den gleichen Produkten arbeiteten. Das Ergebnis: Phenacetin. Ein Kopfschmerz- und Grippemittel, das vor allem bei der weltweiten Grippewelle um 1890 zum Einsatz kommt. Und das war eigentlich der Einstieg der Firma Bayer in die Arzneimittelherstellung. Bayer betritt einen Markt, der von Anfang an hart umkämpft ist. Die Bedingungen für die junge Pharmabranche sind günstig. Dank der Bismarckschen Sozialgesetze können sich nun auch Fabrikarbeiter medizinische Versorgung leisten. Die Apotheker, die bis jetzt die Arzneimittel selbst hergestellt haben, verlieren als Produzenten schnell an Bedeutung. Ihnen bleibt aber das Verkaufsmonopol. Industriell hergestellte Fertigarzneimittel dürfen nur in der Apotheke verkauft werden. Die Apothekenpflicht besteht in Deutschland bis heute. Das war natürlich eine wunderbare Methode, auch bestimmte Personen für die Werbung anzusprechen. Man musste nicht den Konsumenten direkt ansprechen. Man konnte die. X Jahren läuft aber auch das internationale Geschäft noch weiter. Einer der wichtigsten Zweige der deutschen chemischen Industrie ist die Heilmittelherstellung. Die deutschen Heilmittel sind in der ganzen Welt zu einem Qualitätsbegriff geworden. Sie stellen auch während des Krieges einen begehrten Exportartikel dar.
Auch am dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte ist die IG Farben beteiligt. Dokumente belegen, dass die IG Farben ihre Impfstoffe, Beruhigungs- und Narkosemittel während des Dritten Reichs an KZ-Häftlingen erproben ließ. Skrupel kannte man nicht. Eine nur auf Englisch erhaltene Zeugenaussage berichtet von einem Briefwechsel, in dem Bayer mit dem Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz um den Preis für 150 weibliche KZ-Häftlinge feilscht. 200 Reichsmark pro Frau sind Bayer zu teuer. Der Konzern will nur 170 zahlen. In dem Antwortschreiben aus Auschwitz heißt es, die Versuche wurden gemacht, alle Personen starben. Wir werden uns bezüglich einer neuen Sendung bald mit Ihnen in Verbindung setzen. Etwas Abscheulicheres kann man sich eigentlich nicht vorstellen als eine solche Korrespondenz, die auch zeigt, dass die IG Farben natürlich eine große Schuld auf sich geladen haben. Die Menschenversuche gehen weiter bis zum Kriegsende. Selbst als Auschwitz im Januar 1945 geräumt wird, will die IG Farben noch andere Konzentrationslager mit Testpräparaten beliefern. Im Gerichtssaal des Nürnberger Justizpalastes läuft der Prozess gegen 24 Direktoren des IG Farben-Konzerns. Die Anklage lautet unter anderem auf Teilnahme an der Vorbereitung von Angriffskriegen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Versklavung ausländischer Arbeiter. Die IG Farben-Manager werden in fast allen Anklagepunkten freigesprochen. Auch für die Menschenversuche in den Konzentrationslagern. Die Strafen belaufen sich meist nur auf wenige Jahre Haft. Reue zeigt niemand. Nach dem Krieg kehren viele auf leitende Positionen zurück. Der nächste Aufschwung steht bevor. 1951 wird die IG Farben in der Bundesrepublik aufgelöst. Bayer, Höchst und andere sind nun wieder Einzelunternehmen. Mit dem Wirtschaftswunder brechen goldene Zeiten an, auch für alle Pharmahersteller. Preiskontrollen wie in den westlichen Nachbarländern führt die Bundesrepublik nicht ein. So kann die Pharmaindustrie ihre Preise selbst festsetzen. Wenn die Ärzte verschreiben, müssen die Krankenkassen jeden Preis bezahlen. Die Branche boomt. Also diese große, erfolgreiche Pharmaindustrie, die man vor dem Krieg hatte, die lag in Trümmern 1945. Und Anfang der 60er Jahre hat man bereits wieder die zweitproduktivste Pharmaindustrie der Erde. In Gegenwart des amerikanischen Hohen Kommissars John McCloy wurde in den Höchster Farbwerken eine der größten und modernsten Penicillinanlagen Europas in Betrieb genommen. Bei einer Produktion von 400 Milliarden Einheiten monatlich können die deutschen Ärzte von nun ab dieses wichtige Heilmittel ohne jede Beschränkung anwenden. Nach dem Krieg kommt vor allen Dingen das Penicillin auf und es gibt die Antibiotika. Und das bedeutet, Sie können vorher tödliche Infektionskrankheiten durch die Einnahme von 8 bis 10 Tabletten wirksam bekämpfen. Es gibt plötzlich Krankheiten wie die Tuberkulose nicht mehr. Das ist natürlich ein Riesenerfolg und es ist eine Umwälzung, die da stattfindet in der Medizin, wie man sie vorher nicht gekannt hat. Aber auch Alltagsmedikamente boomen. Tabletten gelten nun als Symbol für modernen Lebensstil. Was eine große Rolle spielt, sind so Sachen wie Alka-Seltzer und so Kombinationspräparate mit Koffein und Ephedrin und Aspirin und all mögliche Dinge, die da zusammengeworfen werden. Tabletten und Pillen, Pulver und Pastillen. Jawohl, liebe Zuschauer, die Statistik beweist es. Der Tablettenumsatz in Deutschland hat um ein sehr beträchtliches zugenommen. Es gibt Tabletten für alles und gegen alles. Meistgefragte Arzneimittel sind schmerzstillende Drogen. Es gibt nur noch keine Tabletten gegen Tabletten. Naja, dann gibt es eben halt diese Pillen gegen Unausgeglichenheit, gegen Niedergeschlagenheit, gegen Kontaktarmut. Als all das wurde Contergan beworben. Thank you.
In dieser Produktions- und Forschungsstätte der Chemie Grünthal in Stolberg ist das 1954 entdeckte thalidomidhaltige Schlafmittel Contergan ab 1957 vier Jahre lang in einer Gesamtmenge von 320 Millionen Tagesdosen hergestellt worden. Contergan, ein rezeptfreies Beruhigungsmittel, laut Werbung so harmlos wie ein Zuckerplätzchen. Besonders häufig greifen werdende Mütter und junge Eltern zu der pharmazeutischen Einschlafhilfe. Schon 1959 gibt es erste Hinweise, dass der Wirkstoff Thalidomid für Nervenschädigungen verantwortlich ist. Doch Grünenthal ignoriert die Berichte. Stattdessen versucht man, Ärzte und Patienten mit Geld davon abzubringen, gegen Contergan vorzugehen. 1961 erkennt der Kinderarzt Widukind Lenz einen Zusammenhang mit behinderten Babys. Aber erst als die Presse anfängt zu berichten, nimmt Grünenthal Contergan vom Markt. Insgesamt kommen in Deutschland über 5000 Kinder mit schweren Missbildungen zur Welt. Der Contergan-Skandal ist aber nur möglich, weil es in der Bundesrepublik kein Arzneimittelgesetz für die Sicherheit von Medikamenten gibt. Es gab in der Bundesrepublik Deutschland nach dem